7. August unser Kurzwellenprogramm in deutscher Sprache anstellen, sind wir als Radio China International auf Deutsch natürlich weiterhin für Sie da. Wie überall in der Welt stehen auch bei uns im Fokus unserer Arbeit nun die neuen Medien. Und genau dort werden Sie uns auch künftig finden. Für mehr News und neue Beiträge besuchen Sie gerne unsere Webseite unter german.cfi.cn oder folgen Sie uns auf Facebook. Unser dortiger Name lautet CRI German. Hier hoffen wir auch auf Ihre Unterstützung und Ihre Rückmeldungen, ganz so wie in den vergangenen 61 Kurzwellenjahren. Und genauso dankbar sind wir Ihnen auch künftig dafür.